Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Train Driver 2. Ich werde euch einerseits ein neues Stellwerk vorstellen und andererseits noch ein bisschen Fahrdienstleitern. Alles zeitgleich, das wird bestimmt gut hinhauen. Ja, in welcher Szenerie befinden wir uns denn? Wir sind hier im Malik Rovi. Nein, sind wir natürlich nicht. Also doch, eigentlich schon in der Ortschaft. Aber die Szenerie heißt Wiglose. 1000%ig wieder falsch ausgesprochen. Jetzt von unserem lieben Ripson, seit kurzem verfügbar. Und ich dachte, das schauen wir uns doch mal hier an. Frei für ab alle, ab 11 für den Moment. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass sich das wieder ändern wird. Werdet ihr dann später sehen, warum. Und wir haben auch schon einen Zug, der reinkommen soll. Das ist der aktuelle Fahrplan. Und es kommt ein MPE und ein TME rein. Beide mit einer minimalen Verfrühung. Aber das bekommen wir hin. Ja, Besonderheit von dem Stellwerk, es wird mit SCS gesteuert, wie ihr da sehen könnt, und wir haben auch SOP-Action. Wir haben 4 tolle Bahnübergänge, einer davon der hier, die potenziell kaputt gehen können, gerade wenn jemand einen Timeout oder so hatte. Kurz bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, ist es auch genau mit dem hier passiert. Da hat jemand mal kurz Tschüss gesagt und wieder Hallo, und die Bahnübergänge finden das immer unglaublich toll, wenn das passiert. Zu den Spawnpoints. Wir haben hier die Kilometerzahlen hier, 33,5, 34,0, 38,9, 41,0. Das sind jeweils die 4 Bahnübergänge, die man hier kontrollieren kann. Wir sind jetzt hier bei 33,5, das ist der da hinten. 34 ist der hier, mit Cola-Schleichwerbung. So mitten in der Pampa. Dann haben wir 38,9 hier in dieser kleinen Ortschaft. Und das ist auch der Haltepunkt. Auch von denen gibt es hier mehrere in der Station. Also nicht wundern, wenn so ein Zug mal ein bisschen länger braucht, bis er mal ankommt. Und glaube ich, das war der. Das ist der letzte, ja auch nochmal in der Pampa. Und dann kommt auch schon die Station. Also die ganzen Bahnübergänge sind links von unserer Hauptstation. Und dann haben wir hier noch diese Ausweichstelle, die als eigener Punkt hier angezeigt wird, auch im SBDR. Da könnt ihr einmal wechseln, wenn es sein muss. Sieht man auch den Haltepunkt da hinten. Just saying. Und dann haben wir unser eigentliches Stellwerk. Da ist das Fenster leider ein bisschen blöd platziert, dass der Balken da gerade ist. Da unten wäre der Bahnsteig. Und irgendwie ist die Szenerie. Ah, jetzt. Hat ein bisschen gebraucht, ein bisschen zum Nachladen mit dem neuen Patch. Hier ist unsere Hütte. Nicht sehr viel zu sehen. Auch so eine Katze. Hallo Katzi. Oh, süß. Und dann geht's hier raus. Und da hinten ist auch die Abstellung, was wir hier in dieser Szenerie haben. Okay, wir gehen mal raus. Unser Bahnhof. Und ich würde sagen, bevor hier der erste Zug kommt, schauen wir uns mal ganz kurz das Stellwerk an. Das ist so jetzt nicht ganz richtig. Aber Details. Wir schauen uns mal die Abstellung da hinten an, wo wir hier einerseits 3 Passenger Spars haben und wir haben hier, ich bin jetzt gar nicht sicher, welches Gleis das ist, ich habe jetzt SCS gerade nicht im Sichtblech. Eins von den beiden Gleisen ist hier nur der TOW Spar. Weichengeschwindigkeit auf der Hauptstrecke sind 60, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Da hinten ist die Abstellung mit so einem kleinen Kink hier drin. So, gehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Und da haben wir die Gleise. Redet so ein bisschen an Oniki vom Setup her. Aber da werden die Kollegen hier rauskommen, wenn wir den Despawns aufmachen. Denke ich mal, werden wir eventuell später machen. Ich würde sagen, wir gehen runter zum Bahnhof fürs Erste. Bevor wir das machen, Statistiken in Richtung BZ ist die Strecke 4,4 Kilometer lang, also um ganz genau zu sein 4.464 Meter, und in Richtung AN sind es 3.589 Meter. Der Passenger One Spawn hat eine maximale Länge von 53 Meter, der Zweier 280 und der Dreier ebenfalls 280 und der TOW Spawn 650 Meter. Oh, da geht es aber ein bisschen nach unten hier.
würde mal sagen, wir platzieren uns da mal schnell auf dem Bahnsteig. Aber es ja dann bald ein Zug mal kommt. Irgendwann mal. Und bis jetzt habe ich auf dem Stellwerk noch keine nervigen Easter Eggs wie beim letzten Stellwerk gefunden, das ich mir angesehen habe. Oje, da ist schon jemand mal sehr verzweifelt. Was ist denn los? Ah. Oh. Nur weil ich Fahrdienstleiter bin. Nee. Okay, aber das ist unser Bahnhof hier. Überschaubar. Aber nett. Und gemäß den Infos kann hier alles starten und enden. Keine Restriktionen diesbezüglich. Ist auch alles lang genug hier. Soweit nichts Spezielles zu sehen. Standardwürfchen. Easter Egg Suche war ich noch nicht. Das ist jetzt literally mein allererstes Mal, wo ich jetzt hier aktiv bin auf der Szenerie. Also, sie läuft jetzt seit einer halben Stunde ungefähr. So, nochmal. Tom. 48072. Schau ich mal ganz kurz rein. Der hat Abfahrt um 16.33 Uhr, fährt nach Immerlin 2015. Dann ist es ja eh ganz gut, dass ich mich hierhin platziert habe, weil von da hinten kommt er dann gleich. Ansonsten Besonderheiten. Ja, boy. Signale gucken. Besonderheiten, betrieblich nicht wirklich was. Man muss vor allem einfach hier auf den langen Abschnitt aufpassen. Also einerseits ist die Regionalzüge Osabois sind hier ein bisschen unterwegs, weil sie die ganzen Unterwegshalte hat. Und wenn ihr da jemanden rausschickt, dann müsst ihr das auch mit dem Block bearbeiten. Dass wenn ihr den bis hierhin schickt und der kann nicht weiterfahren, dann blockiert er euch hier den Teil. Ihr könnt dann natürlich unten rumfahren, wenn das der Fahrplan zulässt, wenn von da nichts kommt, aber sei wohl bedacht, wenn ihr da einen Zug rausschickt. Da ist vielleicht Stationik dann auch gar nicht mal so schlecht, wenn man bei der nächsten Station mal nachguckt, wie es bei der so aussieht. So. Dürfte eigentlich nicht allzu lang dauern. Haben wir jetzt 16.25 Uhr. 35, schauen wir uns mal seinen Fahrplan an. Miklowice 1PH. Und dann wieder in Kretschmanis. Kretschmanis. Wie auch immer. Ihr wisst, was gemeint ist. Da kommt er. Dürfte die Auflösung gewesen sein. Ja. Junge, du bist viel zu früh. Moinsen! Bedienter City. Ah, ich weiß schon, wem die Wagen gefallen könnten. Sehr gut. Ich hoffe mal, die Sounds vom SOP werden da nicht allzu nervig werden. Da bin ich jetzt nämlich mit drin. Die fangen dann aktiv zum Klackern an. Vor allem die letzten beiden, die sind so nah dran aneinander, dass sie dann fast zeitgleich abgehen. Okay. Das wäre das. Vom BZ kommt dann der TME, wobei der ist jetzt auf Offline. Du jetzt 33. Besten ist, hast du vermutlich erwartet bis dahin. Google Lens. Das wichtigste Tool überhaupt. Google Lens, wo steht da? Ja. Abfahrt um 19.33. Doch. Was bist du? 16.33. Ist
16:33. Oh, kann er mal sagen, dass er hier ist. Einmal anhalten. Keine Ahnung, ist das vielleicht in der falschen Zeitzone? Okay, ja, ich werde mir mal OBS wieder reinziehen, damit ich sehe, was ihr seht. Könnten uns eigentlich ins Stellwerk reinsetzen. Schade, dass sieht man, dass es milchig ist. Vielleicht gehen wir doch raus. Und ich stelle mich mal so hin. Dann habe ich einen besseren Blick dahin. Und dann werden wir dem Zug folgen, der ausfährt. Ja, das mit dem Güterzug schaut schlecht aus. Ansonsten alles normal. Könnt ihr nochmal die Zeit anpassen. Ja, fürs Testing habe ich jetzt nur 17 Uhr drin. Eine halbe Stunde. Gehen wir mal auf 18 Uhr. Da ist gerade nicht so sehr viel los. Ah, fahrradtechnisch nicht. Ich meine, heute ist Sonntag. Könnte man meinen, dass eigentlich mehr los wäre. Ist, wie es ist. Gut, ich würde mal sagen, wir machen mal einen kleinen Cut. Bis es Action gibt, bzw. bis er Abfahrt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, es ist Zeit. Unser Zug muss jetzt demnächst abfahren. So, 32. Ja, ist wieder, ich hab's gehört. Gleich. So, bekommt er hier schon mal die Ausfahrt. Ja, dann Abstempel nicht vergessen. Der ist da mal rumlaufen. Ja, ist schon grün. Wunderbar. Warte mal, kontrollieren. Bei mir bleibt er nicht nochmal stehen. Nö. Und da fährt er. Okay, einmal abstempeln. Der passt. In Berlin 2015. Ciao, Kollege. Da meldet sich ja schon der erste Bahnübergang. Wir schauen mal. Immerhin 2015 MKS. Lassen wir mal klingeln. Ja, Zugnummer auch schon mal rauskopieren. Oh, Immerhin hat angenommen. Sehr gut. Erster Bahnübergang. Ach, das ist ja gerade voll im Abgehen. Dann haben wir SOP schon. Im Moment sind die falschen Bahnübergänge, die hier angehen. Der kann seinen Zug nicht kontrollieren und will hier reinfahren. Okay, der geht jetzt schon mal zu. Ich hab schon gewundert, warum geht's hier doppelt ab? Da ist er. Wie kannst du einen Vlog machen? Ohne dass du irgendwo gespawnt bist. Der Fahrplan ist jetzt auch weg. LOL. Ciao. Ah, geil. Jetzt kriege ich dann schon wieder die nächste Störung. Oh, nächster Bahnübergang. Ist der hier.
Ja, geil, jetzt sind alle scharf. Ich liebe SOP. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, die ist auch schon verzweifelt. So, warte mal, ich muss mal noch schnell die Meldung machen. Immerhin. Deported. Was macht im Hintergrund Geräusche, was ich nicht will? Das tun wir jetzt mal abstellen. Ja, krieg schon mal plus. Machst du doch gut. Wenn du jetzt hier noch rausfährst und alle meine Bahnübergänge noch heile sind danach, dann bin ich super happy. Ich glaube, bei irgendeinem Bahnübergang ist das Bahn auf der anderen Seite. Da ist zum Beispiel der letzte Bahnübergang da unten. Aber wenn der Fahrplan weg ist, dann kann der hier gar nicht mehr reinkommen. Ach, beziehungsweise wir haben das Bahnübergang vergessen. Der Ausweich. Ja, geil. Geilomatico, finde ich voll super. Übrigens noch zwei Pandos suchen. Just saying. Okay, dann können wir da oben auch mal durchstempeln. Es war so klar, dass das passiert. Deswegen liebe ich SOP. Es ist einfach wunderbar. Was los? 15:20. Okay, interessiert mich nicht. Ah, da werden wir dann gleich mal einen Bahnübergang zurücksetzen. Ah, oh, nur weil der... Ich geh mal hier weg. Wobei, nee, geh mal auf den letzten. Ja, will auch was sagen dazu. Ja, jetzt ist er drauf. Warte mal, was habe ich eigentlich störungstechnisch eingestellt? Eh nix. Wenigstens etwas. Oh, Nummer 2. Ich warte, bis er weg ist. Gut. Einmal zurücksetzen, bitte. Werde ich bei dem auch gleich wieder machen dürfen. Okay, der macht sein Reset. Gut, ich warte, bis die Meldung bei Tor 2 weg ist. Müsste er sein. Ach Mann. Ich mag das so nicht. Was denn? Das machen sie dann gleich als Elki-Stellwerk. Also einerseits wegen dem langen Fahrtzeit hier finde ich es ein bisschen fragwürdig, das als Elki zu machen. Und dann halt einfach nur viermal diese Bahnübergänge.
Naja. Ja, ich glaube, wir können zurücksetzen. Einmal resetten. Dankeschön. Da habe ich ein Problem mit der Schranke. Was ist denn hier los? Wobei, die Schranke ist ganz offen. Aber er ist der Meinung, die wäre noch nicht ganz offen. Ich will nochmal zurücksetzen, bitte. Das finde ich jetzt auch spannend. Ah, okay. Schauen wir mal ganz kurz in den Fahrplan rein. Gerade kein Zug. Ich würde sagen, ich werde mich mal schnell um dieses BU-Problem hier kümmern. Und wir sehen uns dann gerade wieder, wenn wir wieder zukommen, zum Durchfahren. Ansonsten gibt es ja gerade eh nichts zu tun. Also, bis gleich, liebe Leute. So, Leute, es ist passiert. Da ist jemand gespawnt. Victor, Analyze Sven. Ready, ein Level 2er. Das wird bestimmt gut gehen. Ich bin neu in Fahrmark, 60 Sport Speed, 217 Meter. Alles klar. Fahrplan. Schaut gut aus. Oder wie man es halt nimmt. Der ist jetzt. Wo bist du gespawnt? TM104. Dann machen wir gerade mal den Spawn wieder zu. 104. Kannst du mal bis hierhin Manöver machen. Währenddessen 3, 4, 5. Post, das passt. Machen wir hier schon mal einen Fahrplan. Bösp. Elektrowatts 160. In die Richtung von AN. So. Machen wir mal 7 Minuten. Oh, das sieht ein bisschen traurig aus. Was haben wir denn da? 24? Nee. 17.09 Uhr können wir da noch ein bisschen was editieren hier. 19 Uhr. Nee. Oh, wir haben es jetzt 17 Uhr. Und die Gotha auf 18 Uhr da einmal wenden. Warum eigentlich auch nicht? Hat er was zu tun? 1F2. 23 Minuten in die Gotha. Oh nee, das macht man nicht. Alexander Kujaski. Was denn nur mit 18 Uhr? Jetzt sind wir mit Zimnise. Zweimal Alexander Kujaski. 60 Minuten. Das ist 18.08 Uhr. Was? 18.08 Uhr? Ach du Scheiße. Testturbo. Schon besser. Laschke auf die 2. Und Niki. Alter, 61 Minuten. Oh, da muss aber was Besseres gehen. Das gibt's doch nicht. Jetzt hier ist Klono, dann so vielleicht Testturbo. Dann Kojaski. Nö. Das probieren wir jetzt nochmal. Wird jedes Mal das gleiche Elektrowurz 160 auf AN. Einmal generieren bitte. Das ist alles schlecht. 52 Kilometer. 63 Minuten, ihr seid doch wahnsinnig. 17.07 Uhr. Schauen wir da noch was dazu. Testo? Vielleicht? Ne. Und Niki mit 19 Uhr? Ja. Dann vielleicht Ligota enden? Nee. Ja, ich glaube. Oh, Headmanies. Jetzt Ligota. Ja, das schaut schon besser aus.
Okay, schickt ihr mal den Fahrplan. Abfahrt 17.07 Uhr. Perfekt. Good timetables at the moment. This one. Schauen wir mal runter zu ihm. Du hast das schon richtig gemacht, ja? Crosby. Jetzt. Okay, okay. Ja, Durchschnitt, ne? Kann ich leider nicht ändern. So, deine Zugnummer will ich mir schon mal rauskopieren für Spiele. Lasky FS um 7. Na, warten wir nochmal, bis wir die Blockade machen. Ansonsten, die Lage ist wieder eher. Ja. Zeiten sind halt so semi-geil, ne? Bei 17.04 Uhr. Ich bin selber nicht besser, aber ich will auch gar nicht so lang machen. Ich will da was anders machen nach dem Video hier. Hier noch 5, 6, 7, 3 Minuten. Ich glaube, dann können wir schon mal bei Blasky gucken. FS war's. Scheint frei zu sein. Naja, aber klingelt noch. Ah, doch, jetzt nicht mehr. Cool, wir haben's. Ich glaube, ja. Jetzt geben wir ihm hier mal die alles fort. Wehe, bevor es zu früh los. Nice. Oh, da ist jetzt noch ein LTE dazukommen. 17, 18. Mal ganz kurz gucken. EU07 und ah, der fährt noch Vollwag. Nice. Davon, die Züge gehen wir auch selten hin. Wäre aber vermutlich mit einer SM42 ein bisschen geiler, wenn du da hinten ein bisschen rumrangieren willst. Außer du holst was Fertiges raus. Ich meinte, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Meinte ich. So, dann können wir hier schon mal Blaschki, wo bist du? So, die Porret. Wenn er denn abgefahren ist. Ich schaff das noch, bevor er abgefahren ist. Ja, die sieht korrekt aus. Hat er einen zweiten drin? Ja, hat auch einen zweiten drin. Hat er alles richtig gemacht. Bin stolz. Ja, wie viel sind es noch? 10 Sekunden. Und 7 noch. Grüner wird's nicht. Na gut, vielleicht doch. Ah, doch. Was war das denn jetzt? Oh, das war knapp. Das war kurz davor, sich selber zu überfahren. Okay. Abfahrtsmeldung. Ja, da kommt jetzt ein bisschen was rein. So, 18, 27, 56, 04. Tödlei. Bus, Bus und Tschüss. Die
kommen alle von A in. Dann haben wir noch Lack. Einmal Lack gesoffen und Alexandro mit Alt. Hier, und BZ kommt erst um 6:56 wieder was. Und 18:04. Ah, da hat es auch schon geklingelt. Mal gucken. Test Turbo. Oh, planmäßig ist. Ich glaube, den lasse ich gerade mal oben reinfahren. Was los? Achso, Bestätigung. Okay, gut. Dann würde ich erstmal sagen, gibt es nochmal einen Cut für euch. Und wenn der nächste Kollege da ist, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, der nächste ist da. Sagen wir mal, Vitam. Södli. Unser LTE. Die Boombox. okay. Der hat planmäßige Durchfahrt. Um 18 Uhr, das ist 13. Dum. Mach ich das? Der nächste von allen kommt 920, ja. Also schon mal weiterfahren. Ja, das sieht man doch gerne als Lokführer. Grüne Welle, vorerst. Schau ich nochmal rein, ob er nicht doch ein Anhängsel mit hat. Nee, ist nur Lok Solo. Nach Vollwag. Jo, da hört man ja auch schon. Einer der wenigen Bahnübergänge, die ich Gott sei Dank nicht über SOP habe. Da ist er ja. Und da hat das Turbo mal Tschüss gesagt. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Einfach nur mit der Lok rumheizen. Einfach mal einen auf Ferrari machen. Und wir haben T-Posing. Und das zwei Pater suchen. Und Tschüss. Nicht passen. So, Durchfahrtszeit. Also 3 Minuten zu früh. Mal schauen, was Lack dann gleich dazu sagt. Ja, zum ersten BÜ. Stellen wir uns diesmal auf die andere Seite. Es wirkt halt irgendwie mega weit entfernt, aber es ist halt überhaupt nicht weit weg. So, und bitte diesmal eine Durchfahrt, ohne dass irgendein Bahnübergang sagt Tschüss. Manchmal, also es ist nur so eine Vermutung, aber manchmal glaube ich, dass bestimmte Personen, wenn sie wissen, dass da SOP am Laufen ist, ganz bewusst beim Disconnect haben. Aber bei manchen Leuten ist es irgendwie auffällig. Es ist nur eine Vermutung. Nicht, dass ich sagen kann, es ist wirklich so, aber... Da gibt es natürlich auch die Leute mit Holzinternet. Das ist eine Kategorie B. Also alle zwei. Das ist gerade schon, wenn du bei der Szenerie reinkommt und dann gefühlt alle 30 Sekunden einen Timeout haben, dann weißt du schon. Ja, tschüss, Bahnübergang. Alle, die du hast. Wo er durchfährt. Da klingelt es. 1, 2, 3. Einer von mir. Nö. Okay, nächster Bahnübergang. Machen wir auch da mal die andere Seite.
For the time. Ja, beziehungsweise wir können mal hier auf die Plattform raufgehen. Ne? Wollen ein Party machen hier. Ich will einfach noch recht lange warten. Bis ich bei Luck klingel. Klingel ist wieder. Was ist los? Achso, ist immer noch der gleiche Zug. Irgendwas will. Alter, minus 20! Was ist denn da falsch? Was? Sollen das? Sollen die Seiten schon fertig machen? Okay, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, mal zu klingeln. Luck PR. Schauen wir mal, ob es frei ist. Luck PR. Nein, ist natürlich nicht frei. Hat die Meldung bekommen. Ja, aber das sieht gut aus. Dann gehen wir mal. Wie kommt er überhaupt bis zu dem? Mal schauen. Ne, ich glaube nicht. Oder? Ja, ist der vorletzte. Ja, gleich wieder runterbremsen. Sind wir sehr. Können uns eigentlich hier hinstellen. Da muss ich ihn dann eh abstempeln. Jetzt steht er kurz davor. 24 planmäßig. Könnte mal in Stationik reingucken in Lok. Pia, Pia, Pia. Trichlor. 858 ist bei ihm. Hä? Wie geht denn das? Also der 561er ist meine Entschuldigung. Okay, 8, 5, 17, 22, plus 1, minus 3. Ich warte jetzt einfach noch einen Moment. Ja, 24 Abfahrt. Okay, in der Ruhe liegt die Kraft. Sehe ich den eigentlich? Nee. Ein kleines Momentchen warten. Also, bis gleich. Es ist passiert. Da steht Luck PR ist frei. Einmal Luck ist offen auf PR. Wo ist sie stehen? Genau hinter. Da, echt jetzt. Jetzt ist es wieder dicht. Nee. Es kann doch. Warum? Jetzt frage ich aber. Schlag mir auf. 3, 4. Was hast du? 5, 6, 1, 3, 4, 9. Chat. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Finde ich ja ziemlich uncool, dass das jetzt zu ist. Hat ja gleich planmäßige Abfahrt. 24. Oh, und der Niki klingelt auch von hinten. Niki, was bist du für ein Zug? Das ist der MPI hier. Der um 29 weiterfahren möchte. Ah, jetzt kriege ich aber Stress. So, was schreiben wir? Oh, geil. Lock PR. So. Einmal klingeln. Was macht denn der da hier? Rein in deine Lok. Wurde angenommen. Nice.
Hä, ist der hinten? Ach, der ist hinter mir. Ach, das war die Stelle, was auf der anderen Seite ist. Deswegen ist der mir so nahe gekommen. Ach, Mann. Weil hier das da ist. Was steht da drauf? Jesse Chano, Jesse. Keine Ahnung, was das heißt. Okay. Abfahrt melden. Und einmal so. Die Porridge minus 1. Wunderbar. Viel Spaß. Plus, plus. Kein Unfall bauen. Ach, und wenn es geht, auch meine Bahnübergänge nicht kaputt machen. Ist er. Das war der letzte da hinten. Oder? Ja, nee, Moment. Na, die letzten beiden kommen noch. Dachte ich mir schon. Das ist im allerletzten Abschnitt. Komm, das geht sich noch aus. Könnte man meinen, das wäre hier eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mit 160. Da dürfte man vermutlich das hier nicht so machen. Also mal angenommen, es wäre 160. Das war dann schon ein bisschen heftig. Okay, gut, für uns erledigt. Gehen wir wieder unser Stellwerk hier rein. Ah, beziehungsweise, ich hätte hier gerne einen Spawn, der auf dem Perron wäre. Anstatt der Bude da hinten drin. Das würde ich ein bisschen geiler finden. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Grundsätzlich muss ich sagen, ist es eine ganz nette Szenerie. Ich weiß nicht, ob ich es halt mit 11 veröffentlicht hätte. Eher so mit 2 oder 3. Ja, vielleicht eher 2. Also 11 finde ich ein bisschen viel. Mit SOP, aber mal schauen. Eventuell, wenn es nicht funktioniert mit LKs hier drin, dann glaube ich, wird es dann eh recht schnell hochgesetzt. Ja, für euch, liebe Leute, das ist einfach nur eine Vorstellung jetzt hier mal gewesen. Kein durchgehendes FTL-Video. So eins kommt dann mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht schaut es aber selber vorbei in der Szenerie. Und dann bis bald und gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.